Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft World League Galaxy Resurrection. So, Internet ist wieder da. Ich habe mir das einen kompletten Plan gemacht und es wird lustig. Zuerst einmal, wir brauchen einen Survivalist Generator. Da wir jetzt an der Anfang werden zu craften, werde ich einmal ganz kurz hier noch ein bisschen Koppel nachlegen. Und wie viel haben wir hier noch an Clay? 17, das heißt, ich könnte noch 2 machen. Nee. Zertes Quarz brauche ich noch nicht. Wäre schön, wenn ich es schon gebrauchen könnte, aber naja. Leben ist kein Wunschkonzert. So, Unfired Crucible. Dann kann man gleich einfach da ranpatschen. Wasser muss ich mal schauen, dass ich das irgendwie umplatzieren. Das gefällt mir hier gerade nicht. So, bevor ich das weitere verbrenne wie ein verlorenes Wiesel, wir werden Iron Gear brauchen. Okay, und wie kommen wir da ran? Warte, da war gerade irgendwas. Ein Gearcast, das heißt... Redstone. Wir werden Wood Gear brauchen, okay. Also, nochmal ans Holz ran. Sehr schön, ein Woodgear. Dann holen wir uns hier noch einmal Goldrohre, das draus. Und machen wir, ja, Schmelzfell in den Ohrsnächer. Das lege ich jetzt mal hier rein. Ich glaube, ich werde offscreen in den Zwischenfolgen dann auch mal anfangen, eine Mob-Farm aufzubauen. So, wie sieht das jetzt hier aus? Die sind fertig. Die werde ich aber bewusst noch nicht mit Fackeln powern, oder? Ah, doch. Machen wir doch. Wäre Schwachsinn, das jetzt nicht zu machen. Weil, naja, alles, was wir jetzt an Lava produzieren, haben wir dann schon mal auf Vorrat. So, ich würde aber ganz gerne einmal eine Transfer-Node bauen. Da brauchen wir einen Redstone-Block, 2 Redstone, eine Transfer-Pipe, 2 Cleanstone und eine Truhe. So, eine Truhe soll ich noch haben, genau. Ich werde... Na? Da brauche ich also 3... Ich brauche 5... Keystone? Redstone brauche ich... 12? Warum 12? Ich brauche 9 allein für den Block. Dann so 2 hin. Die Truhe, Cleanstone und die Pipes. Glas brauche ich auch noch. So, lassen wir das mal schmelzen. Was stimmt jetzt hier? Muss das ein Stone Gear sein? Wäre vielleicht logisch. Ja, muss ein Stone Gear sein, okay. Dann brauche ich 2 Iron Waters. Können wir auch schon mal hier nachschmelzen. Lava-mäßig müsste es langsam mal vorangehen. 700, 100, 100. Ich ziehe hier schon mal entlang. Weil ich weiß, dass das mehr geben wird als 1. So. Ich habe natürlich immer noch keinen richtigen Plan angeschaut, aber das ist ja typisch für mich. So, da ich momentan an mehreren Baustellen arbeite, jetzt kann das hier noch rein. Man kennt mich ja nicht anders. Stone Slabs. Die kommen jetzt hier rein. Dann müssen wir nur noch auf das Glasrader warten. Einmal. Und zweimal, aber ich nehme dann schon eine Truhe mit. Sehr schön.
Transfer Pipe. Transfer Pipe, Transfer Node. Wow. So. So und dann lassen wir das mal hier reinpumpen. Sehr schön. Das sollte jetzt auch hier im Moment schmelzen. Und dann schauen wir mal, ob das reagiert. Müsste aber eigentlich. Jawohl. Ihr habt eine kleine Automatisierung für die Smeltery. So, kommen wir zurück zum Survivalist Generator. Da brauchen wir 3 Kohleblöcke, einen Piston, Iron Gear haben wir und 2 Furnace. Furnace ist jetzt kein Thema mehr. Können wir jetzt ganz einfach so herstellen. Okay. Die Furnace dahin. Da irgendwie habe ich natürlich drin gelassen. Wir werden 3 Redstone brauchen. 1 und 2. Machen wir hier schon mal alles bei für einen Piston. Ne? Wie geht mal ein Piston? Ich kenne ja so einen Experten, ne? Nö. Ich nehme erstmal 1, weil wir noch wenig Lava haben. Genau genommen 190, das kann verdammt knapp werden. Aber hier ist schon wieder ein Bucket drin, aber den benutze ich jetzt anders. Ich nehme jetzt hier die Fackeln weg. Platze die Lava rein, weil dann hat das der Melting Speed von 2.0 hier auch. Dann geht das jetzt schon mal schneller. So, das ist immer sehr schön. Da kann es aber gerade blöderweise spawnen und da ich das neu spielen möchte, platziere ich hier noch 2 Fackeln. Ja, hier haben wir jetzt weiße Bäume. Du Rassist! Ja. Ich Rassist. Jungle Wood Blanks. Wir brauchen 27 Kohle. So, 3 Kohleblöcke. Schwarz. Du Rassist, nimm doch weiße Blöcke. Ja, mach ich. Und hier geht uns der Folge die Lava aus. Verdammt. Ah, hier geht es jetzt aber schon schneller. Ich bin gerade am Schauen. Was können wir noch? Lustig, wir brauchen 6. Wir brauchen Technik Fabricator. Alter, dieses Pick. Hier fängt es an, nur das Pick schon mal so ein bisschen nervig. So. Thermionic Fabricator. So, was brauchen wir? Wir brauchen Goldschess, wir brauchen Gold, wir brauchen Sturdy Cane. Oh Gott. Alter. Alter. So, ich habe nicht. Ich will gerade hier ein Ingot casten. So. Ja. Jetzt hänge ich gerade so ein bisschen fest. Ja. Jetzt hängt das gerade so ein bisschen von der Lava ab, aber war sehr schön. Wir haben Lava. Einmal. Zweimal. Ja, da muss ich dann anscheinend noch mehr machen. Ja, das sieht schwer danach aus, dass ich noch mehr brauche. Problem ist, von denen würde ich ja auch gerade nicht allzu viel ab. Ich habe gerade eine Idee. Blazing Pyrophium, kann ich das schon herstellen? In das Meld. Das wäre perfekt. Steht hier irgendwo die Temperatur drin? Nee. Weißt du was? Dann versuchen wir jetzt einfach mal.
Im schlimmsten Fall wird es ja nicht geschmolzen. Und da brauchen wir Pyrophium. Das heißt, das Elektrotein, Sulfur, ich habe so ein böses Gefühl. Grindstone. Ach, das geht aber. Das geht. Ich hätte jetzt echt mit mehr gerechnet. Weil, wenn wir Blazing Pyrophium herstellen könnten. Blaze Powder haben wir jetzt 10. Elektrotein haben wir 10. Sulfur haben wir jetzt 10. Ey, das machen wir. Moment. Wooden Rank. Alles klar, kein Thema. 1, 2. Wir sind noch drin im Spiel, wir sind noch drin. This game is still going on. Dann machen wir erstmal hier unseren Pisten fertig und wir haben einen Survivalist Generator. Alter. Wir haben unsere erste Energie. Die platziere ich jetzt erstmal hier drauf und da werde ich auch was reinschmeißen. Komm, ich habe ja 10 Coal Coke. Das wird für 26 Minuten ein Stück reichen. So, jetzt. Das, den Wooden Crank haben wir. Wir brauchen nochmal 3 Cleanstone und 2 normalen Stone. Komm, da schmeiße ich noch einen Charcoal nach. Das ist noch drin, Leute. Das ist drin. Das Spiel ist heiß. Wie viel brauchen wir? 3, genau. Wenn wir an Blazing Pyrophium rankommen würden, das wäre episch. Wir sollten aber dann nur ein bisschen vorsichtiger mit sein. Ah ja, da baue ich mal vorsichtshalber weit weiter weg eine Plattform auf. Gib mir schon mal das hier Lumps. Und zwar will ich dafür dann hier das aufbauen. Ich habe so ein bisschen Angst runterzufallen. 1, 2, 3. 4. 5, 6, 7, 8. Dann machen wir einmal hier so dicht. 4, 5, 6, 7, 8. Genau, das kann ja 8 Blöcke weit fließen. Füllen wir hier nochmal auf. Da rein und wir brauchen ein Iron Gear. Also man kann nicht meinen, dass ich hier nicht ohne dass ich hier rumlaufe und ich nicht weiß, was ich machen soll. Er fordert einen schon wirklich statt weg, das muss man sagen. Quartz Grindstone, perfekt. Den klabükel ich mal hier drin. Klabükel, auch ein komisches Wort. Neologismus. Wort Neuschöpfung. Ja, ich habe ein Deutsch aufgepasst. Wundert mich sogar gerade. Nee, Datenbank brauche ich gerade nicht. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt klappt. Wie zum Maker will ich das rausholen? Wort Transfer noch Lick. Ich kann jetzt erstmal hier wieder was wegmachen. Die Translocator? Nein. Transfer Node Liquid. Da brauche ich noch ein Ei, das ist kein Thema. Das ist alles kein Thema. Weil das Problem ist, ich bekomme das Blazing Pyrophium. Okay.
Da muss ich aber noch einen Tank machen, einen Portable Tank. Ja, ist schon klar. Ich weiß, wie ich das angehe. Alles klar. Josh hat einen Plan, ich habe einen Plan. Ich bin KLU, KLK. Sechs Stück haben wir da schon mal davon. Ich will jetzt hoffen, dass das auch den gleichen Schmerzgeschwindigkeit hat wie in dem Quake World GD gehabt. Ich habe so ein bisschen, ich spiele auch momentan so aus wie ab und zu mal so ein paar andere Effekte, ne? Also mal so eine mal. Und da habe ich mal miterlebt, dass Blazing Pyrotic einen Smelting Speed von 7,0 hat. Also 7 Einheiten pro Sekunde. So, komm schon, komm schon. Ja, hast du gleich, aber da hast du. So, das war jetzt hier das. Pyrotic, das. So. Das ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Fresh, wirklich. Hier brauchen wir jetzt keine Hecke, dass wir einfach verzaubert sind. Ja, ein Schmilz, langsam, aber ein Schmilz. Ja, ich würde mir auf jeden Fall hier auf der Spitzhacke, Alter, ich bin so durch. Auf der Axt hier habe ich auch schon drei Modifier, einfach weil ich hier ganz viel Bäume gefällt habe. Wie sieht das hier aus mit der Lava? Sehr schön, wir haben was. Super. Und jetzt können wir eigentlich nur noch aufbauen. Hier würde ich sogar sagen, mache ich noch einen eigenen Tank für. Muss ich einfach mal schauen, dass ich das rausgefunden kriege. Ja, das war fast perfekt. Sehr schön, Transfer und Liquid, da brauche ich. Ach nein. 1, 2, 3, 4. Ja, jetzt muss das erstmal durchschneiden. Kann ich das in Kreisen schaffen? Ich glaube nicht mehr. Nee. Weil ich will es. Ja, komm, das lasse ich jetzt erstmal durchlaufen. In der Zwischenzeit kann ich ja schon mal vorbereiten. Nein, davon, davon. So. Was haben wir noch? Das haben wir. Transferreif. Das sieht gut aus. Hier, ich hole nochmal einen Lava-Eimer. Ich werde es vielleicht auch nochmal machen. Ich mache noch ein bisschen Clay. Damit ich nochmal mehr von den Fußballs machen kann. So, hier mit dem Clay, was jetzt hier rausgekommen wurde, könnte ich 4 Crucibles machen. Weil ein Crucible braucht 7 Clay und das sind 7 Teile. Also kommen 7 Teile raus auf 4 Clay. Okay. Also, hier mal 7 ist 28 und 28 durch 7 ist 4. Wählte es aber, ich bin ein Mathe. Alter. Ey, ich bin ganz ehrlich, wenn das mein Mathe-Lehrer von Korrektur sehen würde, dann würde ich mich nicht wundern, dass ich das. Ja, der wird. Ich bin so
weiß ja nicht wieso, aber ich habe gerade keinen Redefluss. Also ich habe einen Redefluss, ja, aber... Hat das funktioniert? Also... Stimmt, das muss ja jetzt auch mal durch. Wie sieht das hier aus mit der Energie? Sehr schön. Kolko kann hier nochmal rein. So, wo war ich jetzt dran? Ich bin am überlegen hier der Eimer, ob... Nee. Aber was ich mal machen kann. Da sollte ich ja nichts vermischen. Sehr schön, wir haben halt Lava. Survival Generator haben wir. Können wir vom Metal Former schon mal anfangen. Electronic Circuit. Ja, ich muss jetzt eigentlich echt anfangen, Ressourcen schon mal langsam zu schmelzen. Ja. 21 Minuten, wisst ihr was? Ich cutte noch einmal ganz kurz. Bis das hier geschmolzen ist und dann füge ich das mal dran, weil ich will das heute noch fertig bauen. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann bin ich auch schon wieder. Ich habe in der Zwischenzeit die Transfer No Liquid fertig bekommen. Die können wir da ranpacken. Session Blazing Pyrophium hat er gefunden. Und wenn wir jetzt einmal so... Ja, komm schon. Jetzt machen wir nicht so spannend. Alter. Ihr wollt nicht verraten. Dankeschön. Blazing Pyrophium Bucket. So, und jetzt schauen wir mal, ob der Plan aufgeht. Jawohl. Sehr schön. Ja, schau mal, wie das durchgeht. Gut, dann können wir ja hier den Lava-Eimer wegnehmen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir hier den Tank. Können wir das so drin lassen? Theoretisch gesehen, ja. Ja, da teste ich es einfach mal. Ich schmeiße halt so ein bisschen Gold Ohr mal rein. Ich lasse das einfach mal so. So, den Tank platziere ich jetzt mal hier hin. Einmal hier entleeren. Und, ich habe vergessen, hier ist ja kein Vein Miner drauf. Und der Plan ist noch nicht so ganz aufgegangen, wie ich gerade sehe. Ja gut, dann machen wir das mal von der anderen Seite. Ist ja kein Thema. Jawohl, schon mal, wie das hier losgeht. Muss ich hier nur schauen, dass hier überall genug Kobbel drin ist. Dann haben wir genug Lava bis ans Lebensende. Naja, so viel ist auch nicht. Gut. Ich würde sagen, wir sind da schon mal gut vorangekommen. Wir haben eine Lava-Fabrik aufgebaut. Wir haben unsere erste Energie bekommen. Wir haben eine Smeltery gebaut und ein Last Furnace. Ich werde jetzt anfangen, offscreen die ganzen Erze, die ich habe, zu verarbeiten. Also die ganzen Dusts. Werde ich in der Smeltery packen. Ich werde dann wahrscheinlich mal schauen, dass ich offscreen nochmal hier so ein bisschen, nochmal mindestens ein Blazing Pyrophium fertiggestellt kriege und noch ein Crucible. Ja. Das hat super geklappt. Ja. Würde ich sagen, ich verarbeite jetzt erstmal ein paar Erze und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.